Meine Damen und Herren, wir sind beim Kapitel Koordinatensysteme. Und da geht es darum, dass man in einer Mannigfaltigkeit, einer Punktmenge, Koordinaten einführen kann, sodass jedem Punkt in eindeutiger Weise ein Koordinaten-N-Tupel, im anschaulichen Fall der dreidimensionale Raum, ein Koordinatentrippel entspricht. Und da wollen wir jetzt, haben wir Beispiele gebracht, in der Ebene die Polarkoordinaten, im dreidimensionalen Raum die Zylinderkoordinaten und die Kugelkoordinaten, sehr anschauliche und häufig verwendete Koordinatensysteme. Was diesen Koordinatensystemen gemeinsam ist, sie haben nicht wie die kartesischen Koordinaten lauter geradlinige Koordinatenrichtungen, sondern es gibt auch krummlinige. Und das wollen wir jetzt näher erläutern. Wir wollen nämlich den Begriff noch im Rahmen der Koordinatensysteme, der Begriff der Koordinatenlinie und den Begriff der Koordinatenfläche bzw. Hyperfläche einführen. Also, Koordinatenlinie bezüglich auf die Koordinaten QI, das sollen jetzt allgemeine, nicht einfach nur kartesische Koordinaten sein, also das sind dann Koordinaten Q1, Q2 bis Qn, und diese Koordinatenlinie soll sich speziell auf die Koordinate Qalpha, also irgendeine bestimmte Koordinate beziehen, und den Index schreibe ich jetzt halt griechisch, weil sich das jetzt auf krummlinige Koordinaten, allgemeine Koordinaten bezieht. Und eine solche Koordinatenlinie ist einfach so definiert als eine Kurve in Parameterdarstellung, wo dieses Qα gleich einem Parameter t ist, der halt variiert in einem gewissen Bereich von einem Anfangs- bis einem Endpunkt üblicherweise oder überhaupt alle reellen Zahlen durchläuft, und die anderen Koordinaten, also nicht die Qα, sondern nennen wir sie heute jetzt QI, das sind lauter Konstante, wobei I ungleich Alpha ist. Das verstehen wir unter einer Koordinatenlinie. Und das mag zunächst ein bisschen unübersichtlich sein, aber wir werden uns das gleich anschließend mit einfachen Beispielen klar machen. Wir haben hier jedenfalls eine explizite Darstellung einer Koordinatenlinie mit einem Parameter t. Und andererseits wollen wir jetzt eine Koordinatenfläche oder allgemeiner eine Koordinatenhyperfläche definieren. Ich möchte das schon ein bisschen allgemeiner als immer nur bis zum Dreidimensionalen bezeichnen, weil natürlich sind diese Dinge jetzt dann insbesondere auch für den Bereich der relativistischen Physik von Bedeutung. Dort geht dann der Parameter um 1 weiter, also der Index um 1 weiter. Da ist dann eben die betrachtete Mannigfaltigkeit vierdimensional. Das macht diesem Formalismus überhaupt nichts. Nur uns macht es was, weil wir uns das nicht vorstellen können. Aber der Formalismus ist dadurch unbetroffen. Also definieren wir gleich weiter eine Koordinatenhyperfläche. Die sich wieder auf eine bestimmte Koordinate Qα bezieht. Bei der ist es jetzt gerade umgekehrt. Da ist es so, dass wir sagen, die Qα, die sollen alle konstant sein. Verschiedene Konstanten. Während Qi
Also es ist ja nur ein Alpha, also können wir ruhig auch Konstante schreiben. Und das QI ist dann gleich TI, so dass I ungleich Alpha ist. Schaut ganz ähnlich aus, aber die Konstante steht woanders. Hier haben wir es jetzt so, dass gerade diese eine Koordinate Q Alpha, die da zu der Koordinatenhyperfläche gehört, die soll konstant sein. Alle anderen Koordinaten sollen variieren. Hier ist es so, dass alle konstant sein sollen, bis auf eine. Und die ist dann der Parameter t. Also dadurch unterscheidet sich das ganz entscheidend. Man hat hier, weil das i ungleich Alpha sein soll, n minus 1 Parameter. Oben hat man einen Parameter. Hier sind es n minus 1 Parameter. Daher ist die Koordinatenlinie naturgemäß als Linie eindimensional, aber die Koordinatenhyperfläche n minus 1 dimensional. Na, das schreit natürlich nach konkreten Anwendungen. Und als Anwendungen nehmen wir die beiden dreidimensionalen allgemeineren Koordinatensysteme, die wir letztes Mal schon besprochen haben. Zunächst einmal die Zylinderkoordinaten. Das ist jetzt hauptsächlich, was ich mit Ihnen durchbespreche, eine anschaulich-geometrische Besprechung. Mehr ist da eigentlich nämlich nicht zu sagen. Man muss es sich nur anschaulich klar machen. Bei den Zylinderkoordinaten zeichnen wir uns gleich einmal einen Zylinder auf und in einer gewissen Höhe betrachten wir einen Punkt. Und der Zylinder hat eine Achse und da wollen wir einen Ursprung festsetzen. Und wenn wir diesen Punkt in Zylinderkoordinaten bezeichnen wollen, gehen wir da von der Achse einmal rechtwinkelig zu dem Punkt heraus, dann ist das die axiale Distanz dieses Punktes. Das ist die radiale Distanz von der Achse senkrecht heraus zu. Und wenn man dann so in einer gewissen Richtung, eine Nullrichtung sozusagen hat, dann ist diese Richtung hier der Azimutwinkel Phi. Also das ist eine Bezugsrichtung sozusagen. Und wo der Punkt ist, das ist um den Azimutwinkel Phi weg von dieser Richtung. Der Punkt ist in einer axialen Höhe A. R ist seine radiale Distanz von der Achse. Ist es irgendjemandem unklar? Der oder die möge sich melden. Es ist Ihnen klar. Okay. Naja, so einfach ist das mit den Zylinderkoordinaten. Und jetzt kann man sich sofort überlegen, wie schaut es mit den Koordinatenlinien aus. Nehmen wir zum Beispiel die Q1-Koordinatenlinie. Das Q1 ist R, das Q2 ist Phi, das Q3 ist A. R, Phi, A. Wenn jetzt Q1 diejenige Koordinate ist und wir suchen die Q1-Koordinatenlinie, dann ist Q1 gleich T, die anderen sind 0. Also R variiert, Phi und A ist konstant. Was erhält man? Einen Strahl senkrecht auf die Achse, der da herausschaut. Der also hier so herausschaut, das ist eine Koordinatenlinie. Und wählt man dann das Q2 und Q3 an, das ist ein anderes Phi und ein anderes A, dann kriegt man ins lauter Gerade, die senkrecht auf die Achse stehen und in irgendwelchen Richtungen zeigen, in irgendwelchen Höhen. Das sind die Q1-Koordinatenlinien in Zylinderkoordinaten. Die Q2-Koordinatenlinien, das ist das, wo das Phi der Parameter ist. Und das andere konstant, jetzt nehmen wir R konstant, A konstant, Phi ist der Parameter,
Was kriegen wir? Einen konzentrischen Kreis, der da rund um diese Achse herumgeht, ist hier schon eingezeichnet. Während das also die R-Koordinatenlinie ist, ist das die Phi-Koordinatenlinie und alle anderen solchen konzentrischen Kreise, die da irgendwie im ganzen Raum zu finden sind. Na und die letzte, die Q3-Koordinatenlinie, das ist eine A-Koordinatenlinie. A variiert, alles andere bleibt konstant. Also wenn zum Beispiel R konstant ist und Phi konstant ist, dann ist A eine solche Linie. Das ist eine A-Koordinatenlinie. Und Sie sehen jetzt, in dem Punkt gibt es drei Koordinatenlinien. Die R-Koordinatenlinie, die Phi-Koordinatenlinie und die A-Koordinatenlinie. Sehen Sie das? Das ist sehr praktisch zu verstehen. Und da sieht man gleich was Schönes an dieser Art von Koordinaten. Die sind in dem Punkt alle senkrecht aufeinander. Zumindest wenn man da noch die Tangente legt, kann man das schön definieren. Ne? Dann in der Kreis mit seiner Tangente, die Linien, stehen alle senkrecht aufeinander. In jedem Punkt, wir haben hier irgendeinen Punkt gewählt. Kugelkoordinaten. Ja, die Hyperflächen habe ich noch nicht gesagt. Halt das. Die Hyperflächen. Also jetzt einmal die Q1-Hyperfläche. Da ist Q1 konstant, alle anderen variieren. Q1 ist R. R ist konstant. Alles andere variiert. Na, was wird das sein? Der Zylinder, diese Zylinderfläche. Deshalb heißen die Koordinaten Zylinderkoordinaten. Weil die Q1-Koordinatenflächen Zylinderflächen sind. Konzentrische Zylinderflächen, alle konzentrisch zu der Achse. Dann haben wir Q2-Konstant, die ist die nächste. Dann ist Phi-Konstant. Was ist, wenn Phi-Konstant ist und alles andere variiert? Dann kriegt man so eine Fläche, die da hier so rausschaut. Die liegt also um dieses Stück verdreht und zeigt da, geht durch die Achse durch und zeigt hinaus. Nun die letzte, die A-Koordinatenfläche, dann haben wir also Q3 ist konstant, A ist konstant, eine bestimmte Höhe ist konstant, sonst variiert alles. Na, das sind so Schnitte. Wenn das die Salami ist, dann werden die Salamischnitten da so herausgeschnitten. Also, das eine ist der Zylinder, das andere sind diese Flächen, die durch die Achse gehen und die dritte sind die, die Ebenen, die senkrecht auf die Achse stehen. Na, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Jetzt können Sie sich sicher vorstellen, was ich meine mit Koordinatenlinien, Koordinatenflächen. Die Q2-Hyperflächen, sind diese Flächen, gehen die durch oder hören die dann in die Mitte auf? Also das ist eine Definitionssache. Aber es ist ähnlich wie bei den Ebenen Polarkoordinaten. Man wählt im Allgemeinen für R nur Werte größer gleich 0. Und wenn dann man in die andere Richtung will, dann wählt man den Winkel Phi gleich Pi, also 180 Grad. So macht man es üblicherweise. Man kann es auch anders machen, aber im Allgemeinen wählt man sowohl bei Zylinder- als auch bei Kugelkoordinaten das R größer gleich 0. Und dann kann man wohl sagen, es fängt da in der Achse an. Gut. So, jetzt kann ich die Kugel fortsetzen. Kugelkoordinaten. Naja, zeichnen wir Kugel her. Die hat da ihren Äquator, denkt mal die Erde, dann gibt es da so einen, das sind die Pole, da gibt es da so einen Meridian und da wollen wir gleich den Nullmeridian einzeichnen, damit Greenwich auch eine Freiheit hat. Und dann wählen wir auf einem solchen breiten Kreis hier einen Punkt P wieder. Dann gibt es da eine Achse dadurch und da den Mittelpunkt. Und
Da haben wir zunächst einmal, so ähnlich wie wir da von der Achse herausgegangen sind, gehen wir jetzt vom Ursprung. Da ist der Ursprung. Gehen wir da hier heraus. Und da haben wir hier den Abstand. Ich möchte nur schauen, dass das auch vernünftig dann ausschaut. Solche Zeichnungen sollen dann letzten Endes auch was werden. Aber ich fürchte, ich finde das jetzt eh nicht. Oh ja. Ja, schreibe ich da drunter hin. Da schreibe ich R hin. Und das ist der Punkt P. Ja? Also da ist es der Normalabstand von der Achse, nicht vom Ursprung, kann man ruhig O hinschreiben. Muss da auch O hinschreiben. Nicht vom Ursprung, sondern Normalabstand von der Achse. Hier dagegen Zentralabstand vom festgelegten Ursprung gleich Kugelmittelpunkt. Das ist das R. Und dann Phi, da haben wir es so, dass man da wieder hier seine Ebene herauslegen können. Das ist da der Äquator. Und das ist die entsprechende Ebene zum Nullmeridian. Das ist wieder der Azimutwinkel Phi. Hat eine Richtung weg vom Nullmeridian sozusagen. Darf ich mich hier dieser geografischen Bezeichnungen bedienen? Das ist der Pol, Nord und Süd, dann das ist der Äquator, das ist ein Breitenkreis, das ist ein Meridian und das ist der Nullmeridian. Ja, also irgendwo da heroben liegt London. Ja, es liegt ja nicht am Äquator, sondern hat eine gewisse Breite, aber am Nullmeridian. Okay? Also, und Theta, die geografische Breite ist jetzt was anderes. Bei der Geografie fängt man da bei 0 an, geht da rauf bis 90. Wir machen es, wir fangen da oben bei 0 an und gehen da herunter. Und das ist das Theta. Also, R ist der Zentralabstand vom Ursprung zu dem betrachteten Punkt. Phi ist der Azimutwinkel, um den die Meridianebene verdreht ist gegenüber dem Nullmeridian. Ganz ähnlich wie da auch, nur kann man da schwer Meridian dazu sagen, weil das ist ja keine Kugel, sondern das ist eben ein Zylinder. Ja? Und das Theta, das ist jetzt ein Winkel, während da ist das dritte ja das A, wieder eine Länge, aber da ist das Theta ein Winkel, das ist der Theta-Winkel von der Achse da, der Z-Achse, wenn Sie so wollen, zu diesem Radialstau R. Ist jemand herinnen, der sich nicht auskennt? Das ist wirklich wichtig. Sie werden ständig, gelegentlich mit Zylinderkoordinaten, häufig mit Kugelkoordinaten zu tun haben, weil das so praktisch ist. Eine der praktischen Anwendungen ist, wenn da ein Targetteilchen ist und von unten entlang der Z-Achse fliegt ein einfallendes Teilchen herein, dann kann das in der Richtung hier hinaus gestreut werden. Und dann hat man gleich da den Streuwinkel, da das Streuazimut und da den Abstand des Beobachters vom Streuzentrum. Na, wenn das nicht praktisch ist, man hat alles so richtig, wie man es braucht. Und es ist herrlich für kugelsymmetrische Fälle. Denken Sie an das Gravitationsfeld in der Umgebung der Sonne. Da bewegen sich ja die Planeten drin, also insbesondere auch wir da. Nicht? Und da ist es natürlich so, wenn wir da gerade so ein Planet sind, dann werden wir angezogen zur Sonne, da drin steht die Sonne. Dann ist schon klar, dass es nur eine solche Richtung gibt, wo die Komponente, um die es geht, ungleich Null ist, weil die Querrichtungen, da wirkt sie nicht, die Gravitation, sondern nur zentral nach innen. Unerhört praktisch, dass man das mit dem Koordinatensystem betrachtet. Also ich will Ihnen damit nur andeuten, warum man sich das da antut, was das da jetzt sein soll. Hier haben wir also Q1 ist gleich R, Q2 gleich Theta, Q3 gleich Phi. Da bin ich oft schon kritisiert worden. Ich habe da ein Buch, da nennt man das Q2 Phi und das Q3 Theta. Soll sein. Egal. Aber auf das einigen Sie alle, dass R die erste Koordinate ist. Aber jetzt machen wir es halt so, R, Theta, Phi. Und wenn Ihnen das besser gefällt, können Sie auch R, Phi, Theta machen. Aber man darf da nicht durcheinander kommen. Es ist schon ein Unterschied natürlich. Das sieht man ja da. Nicht? Na gut. Und jetzt schauen wir uns wieder in der aller Geschwindigkeit die Koordinatenlinien an.
Also die Q1-Koordinatenlinie, die R-Koordinatenlinie, da ist R der Parameter, alles andere konstant. R kann variieren und Theta und Phi ist konstant. Na, das ist diese Linie, die da so herauszeigt. Die sticht so heraus aus der Erde, so senkrechte, die da so, aber nach alle Richtungen. Das ist ein ganzer Igel, der da nach allen Richtungen herausgeht. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, wie praktisch, wenn da in der Mitte zum Beispiel eine Punktladung ist und Sie wollen da rundherum das elektrische Feld betrachten. Na, das ist in der Koordinaten, in dem Koordinatensystem ideal, weil da haben alle diese Feldvektoren, die Richtungen nach außen, nur eine Komponente. Also wunderbar. Gut. Also das sind die R-Koordinatenlinien. Dann die nächsten. Die Q2, das ist also Theta. Die Theta-Koordinatenlinie, das ist Theta eine Konstante und Theta der Parameter und alle anderen sind konstant. Theta ist der Parameter, aber R und Phi ist konstant. Na, was ist das für eine Kurve? Theta ändert sich, alle anderen sind konstant. Also R ist konstant, Phi ist konstant, nur das Theta ändert sich. Na, ein Meridian. Bei konstantem geografischer Länge, konstantem Phi, konstantem R, die Erde hat ja einen bestimmten Radius, sind das die Meridiankreise. Ich glaube, man kann ruhig bei der Bezeichnung bleiben. Also ich tue mir leicht, wenn ich das so bezeichne, da kann ich mir gleich was vorstellen. Ich habe schon als Kind mir immer so einen Globus angeschaut und da weiß ich dann, was also die Breitenkreise und die Meridiane sind. Ja, sind die einfach nicht halb Meridiane, weil sonst könnten wir ja wieder Phi umgehen. Ja, natürlich. Genau dieselbe Geschichte. Das Theta, das lässt man nur bis 180 und nicht weiter. Das Phi lässt man bis 360. Das macht man sinnvollerweise so, dass man keine Doppelbezeichnungen für einen Punkt hat. Nicht? Dass man es also möglichst so hat, dass ein Punkt wirklich nur ein Koordinatentrippel hat. Aber das sind Definitionssachen. Also ein Meridian-Halbkreis, er hat schon recht. Nicht? Das andere ist dann der Kreis, wo dann das dann in die andere Richtung 180 Grad weitergeht, das Phi. Na, dann haben wir als nächstes, das war jetzt die Q2, die Q3-Koordinatenlinie, da ist Q3 der Parameter, das ist Phi. Phi ist der Parameter und R und Theta bleibt konstant. Was ist das, wenn Phi der Parameter ist? Breitenkreise, ganz richtig. Na, R ist konstant, man hockt auf der Erdoberfläche, Theta ist konstant, nur Phi variiert, daher geht es entlang eines Breitenkreises. Also anschaulicher geht es eigentlich kaum. Die R-Koordinatenlinien, die stechen so radial nach außen, nach alle Richtungen. Die Theta-Koordinatenlinien, das sind die Meridianlinien und die Phi-Koordinatenlinien sind die Breitenkreise. Und wieder, die stehen wieder alle aufeinander senkrecht. Jeder Meridian steht auf den entsprechenden Breitenkreis senkrecht und noch einmal senkrecht stechen da die R-Linien heraus. Recht geschickt. Und die Flächen, damit wir das noch geschwind besprechen, also die Koordinatenhyperfläche, na, weil das beides dreidimensional sind, sind es auch wirklich Flächen, nicht? Weil n minus 1 ist dann zweidimensional. Das ist natürlich auf unsere Anschaulichkeit irgendwie zugeschnitten, diese Bezeichnungen. Also, wenn die Q1-Koordinatenfläche ist, das, wenn Q1 konstant ist, R ist konstant, na, wenn R konstant ist und alles variiert, dann hat man eine Kugel. So sind das lauter konzentrische Kugeln rund um diesen Ursprung. Daher Kugelkoordinaten. Dort oben, wenn R konstant ist, Zylinder. Daher Zylinderkoordinaten. Ganz einfach. Dann haben wir als nächstes, ich mache gleich fertig, das nächste ist Q2 ist konstant. Also wenn Theta konstant ist, und alles andere sonst variiert. Theta konstant, was für eine Fläche ergibt sich da dann? Ein Kegel, ganz richtig. Diese Linie, die geht da so rundherum. Ein Kegel um diese Z-Achse da, den will ich da jetzt nicht einzeichnen. Das überfordert dieses Diagramm da hier. Aber da hat man also eine Kegelfläche mit der Spitze im Ursprung.
Und die Kegelachse ist wieder diese Achse da hier. Und das letzte, also dann Q3 konstant, das ist, wenn Phi konstant ist und alles andere variiert, dann hat man also ein bestimmtes Phi, alles andere variiert, dann hat man eine Meridianebene oder Meridianhalbebene. Also die Q1-Koordinatenflächen, die R-Koordinatenflächen sind konzentrische Kugeln, die Theta-Koordinatenflächen sind Kegelflächen und die Phi-Koordinatenflächen sind Meridianebenen. So sollten Sie sich jetzt gut vorstellen können, was ich mit Koordinatenlinien und Koordinatenhyperflächen meine. Alles kann man so einfach beschreiben, wie ich es da heute hergeschrieben habe. Okay. Warum tun wir uns das also an mit diesen Koordinatenlinien und Koordinatenhyperflächen? Weil wir damit jetzt zu einem zentralen Punkt kommen, der uns wieder komplett in die Tensorrechnung zurückführt, sozusagen. Denn so wirklich tensorrechnungsartig schaut das ja nicht aus, wenn Sie das mit dem ersten Semester vergleichen. Wo sind die vielen Indizes, wo ist Co- und Kontravariant und so. Jetzt steigen wir ein. Da braucht man das dazu vorher. Jetzt kommen wir zum Kapitel 18. Und dieses Kapitel heißt Vektorbasen und Vektorkomponenten. Jetzt werden Sie sich denken, das wissen wir doch schon. Was erzählt er uns jetzt? Wir haben doch im Wintersemester schon gesehen, man wählt eine gewisse Vektorbasis, also einen Satz von Basisvektoren. Und wenn man dann einen Vektor betrachtet, dann hat der in Bezug auf diese Basisvektoren Komponenten. Wissen wir schon, können wir abhaken. Na, aber ganz so ist es nicht, denn jetzt kommt es darauf an, dass wir angepasst an diese Koordinaten, die wir hier eingeführt haben, in dieser Mannigfaltigkeit, die wir betrachten, entsprechend zugehörige Basisvektoren wählen. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Basisvektoren wählen. Das haben wir nur im Wintersemester gemacht, damit man das alles so allgemein wie möglich macht. Warum so allgemein wie möglich? Weil wir es jetzt hier einpassen können sozusagen, damit wir es jetzt hier angepasst an diese konkreten Koordinatensysteme optimal machen können. Am Ende des Wintersemesters hatten wir ja schon angefangen mit solchen Räumen, da haben wir halt nur im R3 gearbeitet oder Rn, meistens im R3, und nur kartesische Koordinaten betrachtet. Und da hatten wir dann an allen Stellen, wo wir halt waren, immer das gleiche Orthonormalsystem E1, E2, E3 betrachtet und wenn da ein Vektor war, hat der halt so ausgeschaut und fertig. Und ich habe gleich dazu gesagt, mehr tun wir nicht, mehr haben wir noch nicht, jetzt können wir es besser. Und jetzt werden wir es also entsprechend auch für diese Koordinatensysteme entsprechend definieren. Bei kartesischen Koordinaten weiß man ja schon aus der Schule, da gibt es so eine x1, eine x2 und eine x3-Achse. Und da wählt man dann den E1, E2 und E3 Basisvektor, so wie die Achsenrichtungen sind. Naja, und jetzt machen wir es in verallgemeinerter Form für solche Koordinaten, die keine kartesischen Koordinaten sind, entsprechend. Und zwar sagen wir, dass damit da das analog herauskommt, wir definieren die kovarianten Basisvektoren, also wir betrachten einen Raumpunkt. Raumpunkt P, so wie er da ist und so wie er auch daher ist.
beschrieben durch Koordinaten. Hier durch die Koordinaten r phi a, da durch Koordinaten r theta phi. Oder durch irgendwelche anderen Koordinaten in irgendwelchen anderen Koordinatensystemen. Können auch kartesische sein. Wir betrachten einen Raumpunkt. Und jetzt definieren wir uns die kovarianten Basisvektoren. Bezüglich der Koordinaten Q Alpha. Und das sagen, machen wir so, dass wir sagen, das sind die Tangentialvektoren an die Q-Alpha-Koordinatenlinien. Und das sind dann die kovarianten Basisvektoren G unten Alpha Pfeil. Ja? Und damit das nicht doppelt ist, schreibe ich da lieber, kann das natürlich an der Tafel gut ausbessern, irgendein I hin und meine alle. Koordinaten Q1, Q2 bis Qn. Und der kovariante Basisvektor G Alpha Index unten ist der Tangentialvektor an die Q-Alpha-Koordinatenlinien. Ja? Und damit wir gleich den Kontravarianten dazu schreiben, definieren wir auch G oben Alpha Pfeil, jetzt haben wir das wieder, Co unten, Kontra oben, bezüglich der Koordinaten QI, das sind jetzt keine Co- und Kontravariante Koordinaten, das habe ich schon vor längerer Zeit jetzt gesagt, um Gottes Willen nicht. Koordinaten sind einfach Koordinaten. Was wollen Sie da jetzt Zylinderkoordinaten, die zugehörigen Kovarianten, Zylinderkoordinaten, was soll das sein? Koordinaten sind so, einfach so, und da haben wir einfach nur immer den Index oben hingeschrieben. Aber jetzt bei den Basisvektoren unterscheiden wir wieder und knüpfen dabei an das, was ich Ihnen im Wintersemester schon erzählt habe, zwischen Co- und Kontravarianten-Basisvektoren und definieren einfach die Kovarianten-Basisvektoren als Tangentialvektoren an die entsprechenden Koordinatenlinien. Und jetzt schreiben wir da hier die Kontravarianten. Das sind jetzt entsprechend die Normalvektoren auf die zugehörigen Koordinatenflächen. Also Normalvektoren bei Tangential an Normalvektoren auf die Koordinatenfläche, die Q Alpha Koordinatenflächen. Das ist einmal nur die einfache, anschauliche Bedeutung. Aber das ist schon das Wichtigste an dem Ganzen. Und jetzt schauen Sie sich das gleich anhand dieser Darstellungen an, bevor wir das dann formal weiterführen, weil wir wollen ja dann auch rechnen können damit. Aber jetzt wollen wir es einmal verstehen, bitte. Ja, das sind ja lauter Einheits. Nein, beide. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Sind nicht. Werden sie auch nicht. Wir haben schon den Tangentenvektor und den normalen Vektor definiert. Warum?
damit wir es jetzt zur Verfügung haben. Und das war auch schon dort nicht notwendigerweise ein Einheitsvektor. Das sind einfach Vektoren, die entweder tangential an die entsprechende Kurve liegen oder normal auf die entsprechende Hyperfläche, aber über die Länge ist keine Entscheidung getroffen. Nur wenn man sie dann so definiert, wie wir es dann dort gemacht haben, dann ergeben sich entsprechende Längen. Die können manchmal eins sein und manchmal nicht. Das werden wir dann gleich anschließend, wenn wir das konkreter durchrechnen, uns auch wirklich bei den verschiedenen Zylinder- oder Kugelkoordinaten konkret anschauen. Da war noch was. Wer hat? Ja. Sie. Bitte? Ich glaube, Sie klären es eh gleich, was ich sagen wollte. Na, sagen Sie es nur. Ich denke mir, wenn wir die Tangentialvektoren an die Q-Alpha-Koordinatenlinien sind, das gleiche wie die Normalvektoren auf diese Überfläche, oder? Sehr gute Beobachtung. Aber zwei Punkte dazu. Aber verschieben wir das einen Moment, bevor wir uns das da einmal angeschaut haben. Dann kommen wir auf den Punkt zurück. Also jetzt schauen wir einmal an die Kovarianten-Basisvektoren. Schauen wir uns das einmal an hier. Jetzt wäre es natürlich wieder schön, wenn ich rote Kreiden hätte. Und da gibt es alles, nur keine roten Kreiden. Alle anderen Kreiden, die eh keiner haben will, die liegen da. Nicht? Das ist ein typisches evolutionäres Prinzip. Und da das, was man haben will, ist weg. Naja, das ist die Natur. Also, ich versuche es blau, vielleicht sieht man das. Die Kovarianten-Basisvektoren, Tangentialvektoren an die Q-Alpha-Koordinatenlinien. Schauen wir das einmal da an. Die Q1-Koordinatenlinien waren doch die. Und da haben wir entsprechend das G unten 1 Pfeil. Dann die Tangentenvektoren an die Q2-Koordinatenlinien. Die Q2-Koordinatenlinien waren die, wo Phi variiert. Das sind diese Kreise da. Das sind dann die. G unten 2 Pfeil. Und die Q3-Koordinatenlinien sind Tangenten an diese senkrechten, parallel zur Achse. Die liegen so. Das sind die G unten 3 Pfeil. Ja? Und jetzt schauen wir uns entsprechend die schauen wir uns dieselben Kovarianten jetzt bei Kugelkoordinaten an. Tun wir das einmal abarbeiten. Die Tangentialvektoren an die Q1-Koordinatenlinien, das sind die, die wir nach außen zeigen. Das ist das G unten 1 Pfeil. Dann die Q2-Koordinatenlinien, Q2 ist Theta. Also dann ist Theta der Parameter, das sind die Meridiane. Die zeigen da nach unten, die G unten 2 Pfeil und dann die Q3, die dritten Kovariantenbasis, die G3 Pfeil für die G3, Q3 Koordinatenlinien, die Phi Koordinatenlinien, das sind die breiten Kreise. Also jetzt zerbreche ich mir noch den blauen, es ist ein Kreuz und wo es finde ich nicht einmal. Also mit dem letzten Rest, was ich da habe, kann ich Ihnen gerade noch dieses G3-Pfeil herzeigen. Können Sie sich das vorstellen, räumlich? Die sind so dran gepasst. Der Einser schaut so senkrecht nach oben, der Zweier geht tangential an den Meridian, der Dreier geht tangential an den Breitenkreis. Bevor ich jetzt fortsetze, möchte ich einen wichtigen Punkt, der sich jetzt ergibt, mit Ihnen besprechen. Nämlich, wenn Sie jetzt von einem Punkt im Raum auf einen anderen übergehen, dann werden sich die Basisvektoren ändern. Das ist jetzt neu.
Und das bleibt jetzt neu. Und damit müssen wir zu leben lernen. Wenn Sie da so rüber wandern, dann dreht sich das so rüber. Und da, wenn Sie da raufgehen oder so rübergehen, also können Sie sich vorstellen, nicht? Das, wohin Sie gehen, die ändern sich. Das ist der innere Grund, warum wir im Jänner nur mit kartesischen Koordinaten gearbeitet haben. Weil das Problem hat man dort nicht. Das ist ein fades Einerlei von lauter solchen Koordinatenlinien, lauter solchen und lauter solchen. Wo sie auch immer sind, das schaut immer gleich aus. Na dann ist alles einfach. Aber einerseits ist das zwar komplizierter, aber wie ich Ihnen andererseits gezeigt habe, bei der Anwendung auf Streuvorgänge, auf Zentralkräfte und so weiter, ist das einfacher. Na, muss man dann in die Krot beißen, dass eben diese Basisvektorsysteme abhängig sind im Allgemeinen davon, wo man gerade ist. Haben Sie mich verstanden? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt komme ich Ihrem Punkt ein Stück näher, weil jetzt schauen wir uns die Kontravarianten-Basisvektoren an. Also das G oben 1 Pfeil zum Beispiel, der Normalvektor auf die Q1-Koordinatenfläche. Na, die Q1 bei Zylinder, die Q1-Koordinatenfläche ist der Zylinder. Die Tangentialfläche ist so senkrecht darauf, ist das, was da so nach außen zeigt. Schaut in die gleiche Richtung wie das G unten 1 Pfeil. Braucht aber nicht notwendigerweise die gleiche Länge haben. Jetzt einmal. Das werden wir uns dann noch genauer anschauen. Aber das nächste, ja da jetzt. Oder gehen wir die 3 jetzt einmal da durch. Dann die G2, Kontravariantenbasisvektor G oben 2, das ist der normalen Vektor auf die Q2-Koordinatenfläche. Q2 ist Phi, das ist eine solche Halbebene, die da aus der Achse herausschaut. Normal darauf steht auch wirklich dieser G oben 2. Der ist wieder parallel zum G unten 2. Also Sie denken, ja, wenn das immer so ist, das ist ja fad. Beim Dreier, G oben 3 Pfeil, der Normalvektor auf die Q3-Koordinatenfläche, das sind diese für ein bestimmtes A, das sind solche, wo man gesagt haben, wie man das Salami auseinanderschneidet, senkrecht darauf G3. Tatsächlich, Ihre Beobachtung ist richtig, die sind parallel zueinander. Aber das bedeutet noch nicht, dass sie gleich sind. Es zeigt nur, dass dieses Vektor, dieses Koordinatensystem, und dasselbe gilt auch für die Kugelkoordinaten, ein doch recht spezielles Koordinatensystem ist, weil die drei Basisvektoren immerhin orthogonal sind. Aber nicht orthonormal, das sind sie nicht, aber orthogonal. Und wenn sie orthogonal sind, dann sind die zugehörigen Kontravarianten immer in der gleichen Richtung wie die Kovarianten, brauchen aber nicht die gleiche Länge zu haben. Und das ist ganz ähnlich auch hier, wollen wir uns das schon auch noch klar machen, also die Kontravarianten-Basisvektoren, G oben 1 Pfeil, Normalvektor auf die R-Koordinatenfläche. Die R-Koordinatenfläche ist die Kugel und entsprechend normal darauf steht ein so nach außen gerichteter Vektor und der ist parallel zu G unten 1 Pfeil. Also das ist dann auch parallel dazu G oben 1 Pfeil. Und dann G2 Pfeil, normal auf die Q2-Koordinatenfläche, wenn Theta konstant ist, das ist dieser komische Kegel, den wir uns da betrachtet haben, auf den senkrecht steht da nach unten so das G2-Pfeil und dann letztlich G3-Pfeil, G oben 3-Pfeil, das ist ein Normalvektor auf die G3-Fläche, die Phi-Koordinatenfläche, konstantes Phi, ist eine Meridianebene, senkrecht auf die steht da dieser G3-Vektor tangentiell an den Breitenkreis.
Ja? Also auch hier ist es so, dass die richtungsmäßig übereinstimmen, aber nicht der Länge nach. Aber das alles gilt ja bitteschön natürlich nicht nur für Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten. Und wenn man ein Koordinatensystem hat, wo die Koordinatenlinien nicht überall immer senkrecht aufeinander stehen oder die Koordinatenhyperflächen, dann werden die komplett auseinanderfallen. Genauso, wie wir es im ersten Semester gesehen haben. Ja? Beantwortet das jetzt Ihre Frage? Okay. Naja, und jetzt wollen wir uns also anschauen, wie wir uns die auch ausrechnen können. Also, wir berechnen uns konkreter die Komponenten dieser Basisvektoren. Jetzt werden Sie sich aber fragen, relativ zu was? Na, unser Fangnetz sozusagen, unser Sicherheitsnetz, das wir noch haben, sind die dahinterliegenden kartesischen Koordinaten. Wir wollen uns dessen natürlich in weiterer Folge möglichst ganz, und werden es auch ganz, uns entledigen. Aber jetzt einmal ist es hilfreich, wenn wir die Dinge zunächst einmal sich klar machen wollen. Also wenn wir jetzt wirklich die Komponenten berechnen, dann berechnen wir die Komponenten der Basisvektoren, ob Co- oder Kontravariant, bezüglich der orthonormalen Basis EI-Pfeil dies bezieht sich auf kartesische Koordinaten. XI. Also die sind jetzt im Hintergrund. So wie wir ja schon letzte Woche uns die Beziehungen ausgerechnet haben zwischen den kartesischen Koordinaten x1, x2, x3 und den jeweiligen anderen, also zum Beispiel r Theta Phi oder r Phi A. Da hatten wir Gleichungen aufgeschrieben. X ist gleich r Cosinus Theta Cosinus Phi und y r Tessin Cosinus Theta Sinus Phi und so weiter und so weiter. Also zwischen diesen XI und den QI gibt es einen eindeutigen Zusammenhang. Und man könnte natürlich jetzt, wenn man dieses Diagramm komplett verwirren möchte, da jetzt noch die X, Y, Z Achsen überall eintragen. Dann hätte man beide solchen Systeme übereinander. Aber wir werden das jetzt benutzen, dass wir zum Beispiel die Länge und Richtung dieser einzelnen Basisvektoren in Bezug auf die orthonormierten Basisvektoren, die im Raum ja überall gleich sind, wie ich Ihnen ja vorhin schon gesagt habe, ausrechnen. Dann können wir uns das, was ich Ihnen da jetzt so anschaulich hergezeichnet habe, auch konkreter ausrechnen. Also, bezüglich der orthonormalen Basis, aber die Basisvektoren, die Komponenten der Basisvektoren für die Koordinaten QI, die Komponenten bezüglich der orthonormierten Basis EI, die sich auf die kartesischen Koordinaten. Das ist ein bisschen
verwickelt jetzt. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Wir wollen uns die Komponenten dieser Basisvektoren, die sich auf Zylinder oder Kugel oder irgendwelche Koordinaten QI beziehen, berechnen mit Bezug auf das orthonormale Basisvektorsystem, das hier überall gleichzeitig präsent ist und wo wir E1, E2 und E3 überall gleich im Raum haben. Und dann können wir diese Vektoren auf das andere beziehen. Ja, das versuchen wir also jetzt. Und jetzt fangen wir einmal an mit den kovarianten Basisvektoren. Denen da. Das sind die G unten Alpha Pfeil. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Und damit wir uns das ausrechnen können, müssen wir die entsprechenden Q-Alpha-Koordinatenlinien betrachten. Weil die brauchen wir ja, weil wir haben ja gesagt, na, wo haben wir es? Da. Wenn wir die kovarianten Basisvektoren betrachten, dann sind das Tangentenvektoren an die Q-Alpha-Koordinatenlinien. So schauen wir uns einmal an, wie schauen die Q-Alpha-Koordinatenlinien aus und berechnen dann die Tangentenvektoren. Na, da braucht man nur abschreiben, was dort schon steht. Q-Alpha ist gleich T und QI ist gleich Konstanz I. So haben wir es dorthin geschrieben. Das sind die Koordinatenlinien. Für I alles, aber ungleich Alpha. Das sind diese Q-Alpha-Koordinatenlinien. Und jetzt hatten wir uns einen Ausdruck für den Tangentenvektor ermittelt. Wir haben gesagt, dass TI, also der Tangentenvektor hat die Kontravariantenkomponenten TI, das ist DXI nach DT. Jetzt haben wir aber noch keine XI. Jetzt müssen wir zunächst einmal diese Q auf X umrechnen. Ja, das können wir aber ohne Probleme, weil den Zusammenhang gibt es. Den Zusammenhang zwischen QI und XI. Das ist eben die Koordinatentransformation. XI sind abhängig von den Q, nennen wir sie heute jetzt J, egal. Also X1 ist X1 von Q1 zu 2 bis Qn, X2 ist X2 von Q1 bis Qn, bis Xn ist Xn von Q1 bis Qn. Das hatten wir für die Transformation zwischen Kugelkoordinaten und kartesischen und zwischen Zylinderkoordinaten und kartesischen schon gemacht. Wir haben diese Beziehungen. Naja, und das wollen wir jetzt hier, da ist der Ausdruck für den Tangentenvektor, das wollen wir jetzt hier verwenden. Na, wenn wir diesen Zusammenhang haben, dann können wir diese Parameterdarstellung neu aufschreiben. Die Parameterdarstellung dieser Q-Alpha-Koordinatenlinien, das T ist ja eben der Parameter in dem Fall. Naja, wenn XI XI von QJ ist, dann können wir schreiben, XI ist gleich XI von. Na, die QJ. Alle QI sind Konstanz, bis auf das eine, was Alpha ist. Also haben wir Konstanz 1, Konstanz 2.
dann kommt einmal das Q-Alpha und dann geht es wieder weiter bis Konstanz N. Da haben wir jetzt in diese Transformation diese ganze Parameterdarstellung eingesetzt. Q-Alpha ist T, das steht da irgendwo in der Mitte drin. Und die anderen QI sind alle konstant. Die sind alle konstant. Das heißt, wir kriegen hier eine Darstellung in der Form XI ist XI von diesem Parameter Q-Alpha, was ja gleich T der Parameter ist und sonst lauter Konstante. Mit dem jetzt können wir unter Verwendung dieses Ausdrucks sofort die Komponenten des Tangentenvektors ausrechnen. An die Q-Alpha-Koordinatenlinie. Wir brauchen nur diese Formel für das TI aufzuschreiben. Und wir bekommen jetzt TI ist gleich dxi nach dem Parameter t. Das heißt in dem Fall dxi nach dq alpha. Dxi nach dem Parameter q alpha. Q alpha gleich t ist der Parameter. Also die Komponenten des Tangentenvektors, die TI sind dxi nach dq alpha, weil xi ist xi von den entsprechenden Parametern und dxi nach dt war zu bilden. Jetzt muss ich es aber partiell schreiben, weil diese xi ja von diesen ganzen anderen Konstanten auch noch abhängig sind. Wenn sie dann einmal gewählt sind, sind sie fest. Naja, und jetzt haben wir doch gesagt, dass der Tangentenvektor an die Q-Alpha-Koordinatenlinie der kovariante Basisvektor G unten Alpha-Pfeil ist. Die Folgerung ist also, dass dieses G-Alpha-Pfeil davon die ite Komponente gleich ist dxi nach dq alpha. Ich habe jetzt einfach das t ersetzt durch g alpha Pfeil. Ich könnte ja auch schreiben t Pfeil, die oben ite Komponente. Und das t Pfeil, das ist eben der Tangentenvektor an die Q-Alpha-Koordinatenlinie und das ist definitionsgemäß der kovariante Basisvektor G unten Alpha-Pfeil. Also wie T-Pfeil durch G unten Alpha-Pfeil ersetzt, die Ite-Komponente in Bezug auf die kartesischen Koordinaten mit orthonormaler Basis ist diese Beziehung. Also die Ite-kartesische Komponente des kovarianten Basisvektors G Alpha Pfeil ist dxi nach dq Alpha. Und das ist ganz leicht auszurechnen. Denn überlegen Sie, wir hatten doch diese Koordinatentransformationen zwischen R Theta Phi und XYZ ja hingeschrieben. Da braucht man im Wesentlichen nur Sinus und Cosinus differenzieren können. Das ist gar keine besondere Hexerei. Das heißt, man hat hier eine sehr einfache Weise, diese Basisvektoren wirklich auszurechnen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch was zeigen. Ich habe Ihnen gesagt, wir setzen, weil es so lustig und weil es so praktisch ist, bei den Koordinaten die Indizes oben. Und das bewirkt jetzt, dass das hier oben ist
und das hier unten ist. Schaut kindisch aus. Aber das macht die Schreibweise viel übersichtlicher. Hätten wir dort die Indizes ganz unten geschrieben, wäre das irgendwie, das wäre nichts geworden. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man eben aus praktischen Gründen die Indizes bei den Koordinaten immer oben setzt. Aber natürlich bei den Basisvektoren, jetzt haben wir ja gerade einmal die Kovarianten gemacht, müssen wir genauso strikt bleiben, wie wir es im Wintersemester waren. Wir haben jetzt einmal die Kovarianten-Basisvektoren, die sich beziehen auf die Koordinaten Q Alpha. Die Kovarianten bezüglich der Koordinaten oder QI, aber QI und dann die Kontravarianten bezüglich der QI. Das sind einmal die Kovarianten bezüglich der krummlinigen Koordinaten QI. Mit denen nehmen wir es halt Alpha, egal. Mit diesen Komponenten in Bezug auf die orthonormierte Basis. Und jetzt machen wir dasselbe. Mit den Kontravarianten. Also, jetzt kommen die Kontravariante. Wie haben wir das geschrieben? Kovariante, Basisvektoren, G unten Alpha-Pfeil, jetzt Kontravariante. Basisvektoren G oben Alpha-Pfeil. Gehen wir völlig analog vor. Wir müssen uns jetzt entsprechend die Koordinatenflächen hernehmen, weil die Kontravarianten sind normalen Vektoren auf die Q-Alpha-Koordinatenflächen. Also betrachten wir jetzt einmal die Q-Alpha-Koordinatenfläche. So wie wir dort oben die Q-Alpha-Koordinatenlinie betrachtet haben. Na, da brauchen wir wieder nur so abschreiben. Q-Alpha ist konstant. Und anderes, und QI ist gleich TI. Wobei I alles sein kann, nur ungleich Alpha. Und Q-Alpha ist diejenige, die konstant ist. Und jetzt wollen wir ja wieder den Zusammenhang haben mit den XI. Warum? Weil wir hatten ja auch einen Ausdruck für den normalen Vektor gewonnen. Auf eine Hyperfläche. Da hatten wir Ni ist gleich, und da haben wir diese Hyperfläche als eine Fläche für einen konstanten Parameter angesehen, also als Normalvektor auf eine Niveaufläche. Normalen Vektor auf eine Niveaufläche. Und da hatten wir geschrieben, dieses Ni ist ein d Lambda nach dxi. Wobei das Lambda ein Skalar ist, für den dann die entsprechende Hyperfläche eine Niveaufläche ist. Und da wollen wir also auch wieder dementsprechend, weil da xi drinnen steht, den Zusammenhang mit den xi, mit den kartesischen Koordinaten xi. Nun, den Zusammenhang schreiben wir uns jetzt auf in der Weise, dass wir eben schreiben, die QI sind gleich Q
QI von XY. Da haben wir es umgekehrt geschrieben, XY von QY. Man kann das so und so aufschreiben. Habe ich Ihnen auch letzte Woche schon gezeigt. Man kann die R Theta Phi in Abhängigkeit von XYZ oder die XYZ in Abhängigkeit von R Theta Phi aufschreiben. Das geht in beiden Richtungen. Muss ja auch gehen, wäre ja noch schöner, wenn man das nicht könnte. Man muss ja von einem ins andere Koordinatensystem überwechseln können. Naja, und jetzt schauen Sie sich das an. Wir haben hier Q-Alpha gleich Konstanz. Alle anderen sind variable Parameter. Q-Alpha gleich Konstanz bedeutet, dass wir damit jetzt eine implizite Darstellung erhalten von dieser Koordinatenfläche, weil wir schreiben können, Q-Alpha gleich Konstanz, Q-Alpha von diesem XY ist gleich Konstanz. Und das Q-Alpha ist eine Funktion von allen denen. Und das ist hier eine Konstante. Das heißt, diese Niveaufläche, diese Hyperfläche, die wir hier betrachten, die Q-Alpha-Koordinaten-Hyperfläche, ist eine Niveaufläche dieser Funktion Q-Alpha abhängig von XY. Für eine bestimmte Konstante ist das dann die Gleichungsdarstellung für diese Niveaufläche. Gleichungsdarstellung. Erste Vorlesung, die wir da gehabt haben. Parameterdarstellung gegen Gleichungsdarstellung. Parameterdarstellung von Kurven, Gleichungsdarstellungen von Hyperflächen. Jetzt kommt hier eins zum anderen. Und jetzt können wir, wenn wir diese Darstellung haben, den Ausdruck für diesen normalen Vektor betrachten. Weil dieses Q-Alpha von XY, diese Konstante ist der Parameter Lambda, diese Konstante Lambda, der Skalar, den man konstant hält, um diese Niveaufläche zu erhalten. Also in der Terminologie von dort oben, die Komponenten des normalen Vektors an die Koordinatenhyperfläche sind also dann gegeben als n unten i, ni, d lambda nach dxi, aber dieses lambda, das ist dieser Skalar in Abhängigkeit von den xi, der konstant gewählt werden muss, dass man eine Niveaufläche für diesen Parameter hat. Also schreiben wir entsprechend nicht d lambda nach dxi, sondern dq alpha nach dxi. Ganz ähnlich, nur jetzt steht da statt dxi nach dq alpha nach dxi. Und jetzt kommt wieder die Folgerung. Die Folgerung ist jetzt, dass man sagen kann, weil ja wir festgelegt haben, die normalen Vektoren auf die Koordinatenflächen sind die kontravarianten Basisvektoren g oben Alpha Pfeil, ersetzen wir jetzt dieses n durch g oben Alpha und haben g oben Alpha Pfeil. Davon die ite Komponente ist dq alpha
nach dxi. Sehen Sie? Das schaut jetzt völlig analog aus dazu, hat aber andere Ursachen. Da kam es aus der Überlegung mit dieser Niveauflächendarstellung der Hyperfläche, dort aus der Überlegung mit dem Tangentenvektor an die Koordinatenlinien. Und wieder sehen Sie hier diese Spülerei, die Alpha sind oben, die I sind unten. Wieder zeigt sich, dass es praktisch ist, bei den Koordinaten die Indizes immer oben hinzustellen. Wenn man das hat, braucht man jetzt sich diese doch etwas mühsamen Überlegungen, wie berechne ich konkret die Tangentenvektoren und die normalen Vektoren, nicht mehr immer wieder wiederholen. Wir haben das jetzt einmal gemacht und erhalten diese zwei Endergebnisse. Leicht zu merken, die I sind Indizes, die sich auf die kartesischen Koordinaten und auf die orthonormale Basis beziehen. Daher steht auch xi dazu. Die Alpha sind die Indizes, die sich auf die g-Alpha beziehen. Und die g-Alpha sind die Basisvektoren in Bezug auf die krummlinigen Koordinaten q-Alpha. Daher stehen unten auch die q-Alpha. Andererseits hier, diese i sind wieder die Komponenten dieser Basisvektoren in Bezug auf die kartesische Basis, daher xi. Und die g-Alpha sind die kontravarianten Basisvektoren in Bezug auf die krummlinigen Koordinaten q-Alpha. Daher stehen auch q-Alpha da oben. Es fügt sich sehr gut eins zum anderen. Ich glaube, ist also auch relativ leicht zu merken. Naja, und jetzt kommen wir noch zu einer letzten Frage, die wir uns heute noch anschauen können. Nämlich, ich habe das jetzt so bezeichnet als Kovariante und kontravariante Basisvektoren. Sind die wirklich zueinander ko- und kontravariant? Das ist ja jetzt noch gar nicht zum Ausdruck gekommen. Wir haben ja eine eindeutige Beziehung gehabt, wie ko- und kontravariante Basisvektoren miteinander zusammenhängen müssen. Hängen die jetzt so zusammen, wie das in der ursprünglichen Definition war? Ne? Schauen wir uns diesen Zusammenhang an. Von G unten Alpha Pfeil mit G oben Alpha Pfeil. Naja, jetzt können wir das ja schon ganz gut machen. Betrachten wir das Skalarprodukt der beiden. Betrachten wir ein G oben Alpha Pfeil, Skalar multipliziert mit einem G unten Beta-Pfeil. Ja? Und jetzt verwenden wir einfach, was wir haben. Die G oben Alpha-Pfeil, da haben wir die unten Iten-Komponenten und bei den G unten Beta-Pfeil haben wir die oben Ite-Komponente. Und weil das ja einfach auszurechnen geht, brauchen wir jetzt das nur aufschreiben. Also schreiben wir G oben Alpha Pfeil, die unter I-Komponente, mal G unten Beta Pfeil, die oben I-Komponente. Und indem wir unten mit oben multiplizieren, haben wir schon das Skalarprodukt gebildet. Jetzt wollen wir wieder unsere alten Kenntnisse aus dem Wintersemester hervorkramen. Wir hatten A mal B ist A oben I, B unten I. Da haben wir den Vektor mal den Vektor, ist der unten mal der oben oder umgekehrt. Also das ist schon der entsprechende Ausdruck. Natürlich, ich brauche es ja nicht dazu sagen, Summation über i, das ist ja für Sie schon bekannt.
ein unterer und ein oberer Index sind gleich, es wird darüber summiert. Und um das jetzt auswerten zu können, wir können ja dann hier diese partiellen Ableitungen hier einsetzen. Um das auswerten zu können, muss ich Ihnen die verallgemeinerte Kettenregel aufschreiben. Das ist jetzt ein Einschub. Das ist ein bisschen Mathematik von Funktionen mehrerer Variablen. Wenn wir eine Funktion haben, f von, und da ist jetzt drinnen ein x von tu und ein y von tu, also ein f von xy, wobei x wieder von tu und y von tu abhängig ist, dann können wir das zum Beispiel partiell nach t differenzieren. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was man macht, weil man muss natürlich schreiben df nach dx mal dx nach dt. Df nach dx mal dx nach dt. Aber was ist denn damit? Plus df nach dy mal dy nach dt. Und das geht natürlich dann für x, y, z oder für x1 bis xn und t1 bis tn auch. Jetzt habe ich es einmal nur für jeweils 2 aufgeschrieben. Hätten Sie nur f von x von t nach t, dann ist es df nach dx mal dx nach dt. Aber weil jetzt ein y auch noch da ist, das auch von t abhängig ist, heißt plus df nach dy, dy nach dt. Und wenn Sie es nach u machen wollen, ist df nach dx, dx nach du plus df nach dy, dy nach du. Verstehen Sie das? Da kommt plus der zweite Term dazu, weil da ja noch eine entsprechende Variable drinnen steht. Das war der Einschub. Denn damit bringen wir die Sache zu Ende. Ich hoffe sogar innerhalb der Zeit. Weil der Minutenzeiger kommt schon nach 8 Minuten. Das wird sich ausgehen. Also, ja bitte. Habe ich da was vergessen? Ja, Entschuldigung, ich habe mir sogar einen Abstand lassen dafür. Ich habe deswegen ein bisschen später angefangen, dann habe ich vergessen. Dankeschön. So, sehen Sie, jetzt steht es wieder vorne, so wie ich es eigentlich wollte. Ich habe vergessen. Danke, sehr wichtig. Df nach dt ist df nach dx nach dt plus df nach dy. Kann man sich schon vorstellen, wie das ist. Na, und jetzt wollen wir das verwenden. Denn jetzt können wir das aufschreiben. Das g oben Alpha mal g unten Beta. Na. Und da haben wir also g oben Alpha, die unten i-Komponente, das haben wir hier. G oben Alpha, die unten i, das dq Alpha nach dx i. Mal g unten Beta ist dx i nach dq Beta. dq dx i nach dq Beta. Naja, und was bedeutet das jetzt? Schauen Sie sich diese verallgemeinerte Kettenregel noch einmal an. Da heißt df nach dx, dx nach dt plus df nach dy, dy nach dt. Das bedeutet, df nach dt ist df nach dt xi, dxi nach dt, wenn xi x1 und x2 ist. Man kann im Wesentlichen durch diese dx durchkürzen, bitte das keinem Mathematiker zu sagen, das wäre genauso, wie wenn man bei der Kettenregel sagt, man kürzt einfach.
Aber die Schreibweise ist so praktisch, dass man sich heimlich im Hinterkopf denken kann und es kommt was Richtiges heraus. Das ist die Idee dahinter. Naja, da sehen Sie, da kommt dann praktisch heraus. Schauen Sie sich an. Q Alpha ist abhängig von allen XI. Und XI ist wieder abhängig von allen Q Alpha. DQ Alpha nach DX1, DX1 nach DQ Beta. Plus DXQ Alpha nach DX2, DX2 nach DQ Beta. Das ist genau das, was wir auch hier so stehen haben. Das F ist das Q Alpha. DQ Alpha nach DXI, DXI nach DQ Beta. DX Alpha nach DXI, DXI nach DQ Beta. Q Beta ist der Parameter. Wir haben DQ Alpha nach DQ Beta. Wir kriegen hier heraus, das ist gleich dq Alpha nach dq Beta. Und denken uns im Stillen, ohne es auszusprechen, ich tue es jetzt sogar vor laufender Kamera, dass wir durch das xi durchkürzen, aber ich streiche es nicht durch, das traue ich mich doch nicht. Also dq Alpha nach dxi, dxi nach dq Beta. So wie Sie es hier haben, schauen Sie sich's an. Df nach dx, dx nach dt, plus df nach dy, dy nach d, plus df nach dz, dz nach dt, ist einfach df nach dt. Diese ganzen xi und so weiter gehen raus. Und es bleibt dq Alpha nach dq Beta. Ist Ihnen das verständlich? Wer hat ein Problem damit? Wirklich nicht. Seien Sie ehrlich. Kennen Sie es ruhig. Gut, dann sehen Sie jetzt, das kommt raus und was ist das? Was ist dq Alpha nach dq Beta? Was glauben Sie? Na, wenn ich dq1 nach dq1 differenziere, na, dann kommt 1 heraus. dq1 nach dq2 muss ja 0 sein. Die eine Komponente hängt doch von der anderen nicht ab. Ich kann ja irgendwelche Kugelkoordinatenpunkte wählen. R hängt nicht von Theta und R hängt nicht von Phi ab. Also, da kommt heraus Delta, Alpha, Beta. Und das ist genau die Definition für Co- und kontravariante Vektorbasen. Erinnern Sie sich, wenn Sie es vergessen haben sollten, was ich nicht hoffe, dann können Sie in Ihrer Mitschrift oder im Skriptum des Wintersemesters nachschauen und dann sehen Sie, davon sind wir ausgegangen, wie wir zu einer Kovarianten die zugehörige kontravariante Basis konstruieren wollten. Das war ziemlich am Anfang. Das müsste nur im Oktober gewesen sein oder Anfang November vergangenen Jahres. Dass wir die gehabt haben und dann haben wir solche Basisvektoren gesucht, die diese Relationen erfüllen. Und das sind ja im Dreidimensionalen immerhin schon 9 Relationen, die man da hat. Und da sind wir dann drauf gekommen, dass man das mit dem Metriktensor so hinauf und hinunter ziehen kann. Aber die grundlegende Beziehung zwischen Co- und kontravarianten Basisvektoren ist diese Beziehung. Und damit zeigt sich tatsächlich, die Basis der G unten Alpha-Pfeil ist zugehörig zur Basis der G oben Alpha-Pfeil. Das sind die kovarianten Basisvektoren und das sind die zugehörigen kontravarianten Basisvektoren. Und damit haben wir an jedem Punkt im Raum, wo wir da unsere Basisvektoren haben, alle unsere Basisvektoren festgelegt. Und dort blüht diese ganze Geschichte auf, die wir im Wintersemester gemacht haben. Nur jetzt ist es an jedem Punkt anders. Und wir müssen von einem zum anderen dann hinüber transformieren sozusagen. Das wird dann die Aufgabe sein, dass wir das dann entsprechend richtig machen. Naja, und letzten Endes kommt jetzt alles das, was wir schon hatten im Wintersemester zur Geltung, insbesondere, dass wir also gehabt haben, den Metriktensor. Den Moment müssen Sie mir noch Zeit geben. Ich habe noch eine, nein, keine Minute, also geben Sie mir trotzdem noch eine Minute. Der Metriktensor
Erinnern Sie sich an meine stehende Wendung, tausende Male gesagt, die Komponenten des Metriktensors sind die Skalarprodukte der Basisvektoren. Was haben wir heute die ganze Stunde gemacht? Es ist natürlich ein Jammer, dass man dafür so lang braucht. Dass wir uns für einen Punkt im Raum die dort zugehörigen Basisvektoren definiert haben. Und zwar Kovariante und Kontravariante. Jetzt haben wir auch gezeigt, die gehören wirklich so zusammen als Ko- und Kontravariant, so wie es sich gehört. Na, wenn wir das jetzt haben, dann können wir an jedem Raumpunkt für die entsprechenden Koordinatensysteme den Metriktensor definieren, denn wir haben ja das G unten Alpha Beta ist gleich G unten Alpha Pfeil Skalar mit G unten Beta Pfeil und entsprechend G oben Alpha Beta ist G oben Alpha Pfeil mal G oben Beta Pfeil. Und wir können uns für jeden Raumpunkt den zugehörigen Metriktensor ermitteln. Und das Spannende ist jetzt wird im Allgemeinen in jedem Raumpunkt ein anderer Metriktensor sein. Das ist also schon eine tolle Sache. An der Stelle, und nur mit wenig Verspätung, kann ich Ihnen sagen, jetzt werden Sie beginnen, besser zu verstehen, was man in der allgemeinen Relativitätsmechanik macht. Da kommt es letzten Endes an, die Metrik, also den Metriktensor als Funktion der Raumpunkte zu ermitteln. Das ist genau das, was Sie hier schon gesehen haben. Natürlich für die speziellen Koordinatensysteme wie Zylinderkoordinaten und Kugelkoordinaten gibt es dann ganz einfache, direkte Möglichkeiten, Formeln, mit denen man sich den Metriktensor an einem beliebigen Punkt im Raum ausrechnen kann. Kriegen Sie das nächste Mal geliefert. Ganz einfach ist das. Und damit hat man den Metriktensor als Funktion der Raumpunkte. Trotzdem aber sind diese Koordinaten, wie ich es Ihnen hier aufgezeichnet habe, alle bezogen auf einen euklidischen Raum. Die alle sind zwar krummlinig, aber auf einem euklidischen Raum. Aber der Kern des Bösen steckt da schon drinnen gewissermaßen. Wenn Sie sich nämlich zum Beispiel nur auf eine bestimmte Kugelfläche, nämlich unsere Erdoberfläche zum Beispiel stellen, mit einem festen R, dem Erdradius, dann haben Sie eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit. Die Koordinaten sind Theta und Phi, die geografische Breite und die geografische Länge. Na, so seit Jahrhunderten fahren die Seeleute mit diesen Koordinaten spazieren und haben sich wahrscheinlich nicht überlegt, dass das krummlinige Koordinaten sind. Aber in dieser Mannigfaltigkeit kann man keine kartesischen Koordinaten einführen. Wie wollen Sie das? Die sind ja geradlinig und die Mannigfaltigkeit ist gekrümmt. Das heißt, da haben Sie dann erstmalig die Situation, dass Sie diese zwei Koordinaten, Theta und Phi, haben. Das R nehmen Sie als Konstante an, den Erdradius zum Beispiel, irgendeinen festen Radius. Und dieses Theta und Phi, in Funktion davon gibt es dann auch einen Metriktensor. Und der beschreibt dann einen nicht-euklidischen Raum. Ui, eine gekrümmte Mannigfaltigkeit. Einfach eine Kugelfläche. Nichts, wovor man sich fürchten muss. Nur, dass man das dann, Gott sei Dank, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, mit unserer tollen Terminologie auf beliebig andere Dimensionalitäten auch anwenden kann, das ist das Geniale dran. Und dann kann man auch einen drei- und sogar einen vierdimensionalen gekrümmten Raum betrachten. Wohin sich der noch krümmt? Keine Ahnung. Aber immerhin genau dieselben Gesetzmäßigkeiten
gelten dann auch. Und ich glaube, Sie können jetzt schon erkennen, wohin der Hase läuft. Also das war heute, glaube ich, eine wichtige Stunde. Sie haben gesehen, wie man mit krummlinigen Koordinaten umgeht. Sie haben gesehen, dass die Basisvektor-Trippel oder N-Duppel im Allgemeinen abhängig vom Raumpunkt sind und dass damit auch der Metriktensor bei verschiedenen Raumpunkten im Allgemeinen einen unterschiedlichen Wert annimmt, unterschiedliche Komponenten. So, jetzt habe ich da 5 Minuten überzogen. Ich danke Ihnen, dass Sie trotzdem da geblieben sind. Nächstes Mal reden wir dann konkret über diese beiden Koordinatenrechner und Saturn.